würde ich erstmal alle ganz herzlich begrüßen von Seiten der GKB. Und vielen herzlichen Dank, Herr Heger, dass wir das jetzt online machen konnten und dass wir jetzt eigentlich noch mehr auch teilnehmen können am Vortrag. Und ja, Sie werden sich ja auch selber gleich nochmal vorstellen. Also vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir heute einiges von Nova Crop Control hören und auch über Ihre Arbeit. Ja. Und wir machen das so, wir haben, es ist ja hier möglich, also ne, wir hatten uns verständigt, dass der Vortrag ungefähr ja, eine Stunde, ein bisschen über anderthalb Stunden geht, ne? Ja. Und dass wir dann noch Zeit haben mit Fragen. Und da wir das ja hier im normalen Zoom-Modus haben, ist es ja möglich, dass auch jeder dann die Frage auch selber stellen kann. Und oder auch gerne im Chat aufschreiben, das ist ja alles möglich. Ja. Da haben wir ja ein bisschen Zeit noch, ne? Und dann einfach nur zu diskutieren. So viele mit 30 Leuten geht das auch ganz gut. Ja. Ne? Nee, Also das ist dann genügend Zeit, um Fragen zu starten. genau, dass wir noch, Das ne? ist kein Und ja, Problem. Ja. sehr schön. Gut, Stimmt. prima. Dann darf ich schon mal sagen, viel Spaß und ja, ich schalte mich jetzt mal stumm. Wenn irgendwas ist, dann gerne melden bei mir. Ja. Prima. Sehr gut. Okay. Na, jeder willkommen zum diesen Zoom-Einladung. Ik wil een beetje über mezelf erklären. Ik ben Erik Herger, ben een van den Berater bij Nova Crop Control. Ben diplomiert aan de Haas Universiteit in Gartenbau und Unternehmensführung. Ben eigenlijk aufgewachsen zwischen die Tomaten. Mein Vater had een Tomatenbetrieb, so. Ja, so wieder in den agrarischen Sektor gekommen. Habe selbst auch 5 Jahre gearbeitet in einem Gewächshausanbau und arbeite jetzt seit 5 Jahren bei Nova Crop Control. Und den Beratung, die ich gebe, ist meistens bei Gewächshausbetrieben, so in Tomaten, Paprika und Gurken, aber auch in ein kleines bisschen in Freilandkulturen. Oder andere Sorten. Ja, auf dem Foto habe ich ein bisschen weniger Haar, als ich jetzt habe, aber das war meine Corona-Frisur. Ich konnte damals nicht nach den Frisur gehen und da war es am einfachsten, ja, alles abschneiden, abschnitten. Dann, aber glücklich habe ich jetzt meine Haare wieder zurück. Hoffentlich bin ich gut zu verstehen. Wenn nicht, dann lass mich wissen auf den Chat. Ich komme aus den Niederlanden, so ich spreche Deutsch, aber vielleicht sage ich ab und so etwas falsch. Aber dann ja, ist für mich auch immer wieder ausprobieren und gewöhnt an die Sprache sein. Ich würde ja jede eben advisieren, den Mikrofon auf Mute zu setzen, weil anders haben wir die ganze Zeit hören wir Dinge auf den Hintergrund. So am besten, wenn jeder den Mikrofon auf Mute macht und bei Fragen, dann kann natürlich die Mikrofon wieder auf Unmute gemacht werden. Aber ich denke, für den Hintergrund ist es besser, wenn alles auf Mute ist. So, schon danke dafür. Eine kleine Geschichte über Nova Crop Control, weil es ist eigentlich noch immer ein junges Betrieb und ist eigentlich gegründet mit dem Gedanken, wir haben etwas im Boden, aber wir sehen nicht, was die Pflanze davon aufnimmt. So, ja, wir sind damals angefangen mit Handmessgeräten, wo wir in Vorboden und Erdbeeren mit einigen Elementen Proben habe gemacht, um zu sehen, ja, was ist die Interaktion zwischen dem Boden und die Pflanzaufnahme. Und dann ist in 2009 gesagt, okay, wir gründen uns eigenes Betrieb, wo wir mehrere Elemente messen können mit uns eigenes Labor. So, das war dann in 2009. Und da haben wir natürlich sehr viel Data aufgebaut und ja, damit kommt auch sehr viele Fragen von unseren Kunden. So im 2018 haben wir auch gesagt, okay, wir machen unser eigenes
Versuchsstandort von 1000 Quadratmeter, wo wir unabhängige Forschung machen können. Und eigentlich mit der Gedanke von, ja, was ist die Interaktion zwischen die Nährstoffe in die Pflanze und was wir sehen in unserer Pflanzensaftanalyse und was sagt das dann über die Pflanzgesundheit. So, ja, speziell die letzten 4-5 Jahre sind wir mehr und mehr, machen wir mehr und mehr Proben, wo wir wirklich probieren, mehr auszufinden, wie die Interaktion zwischen die Pflanzaufnahme und die Pflanzgesundheit ist. Unser Betrieb wächst sehr schnell. Ja, daarom zien we ook naar een nieuw bureau in Oosterwijk. Dat is in de Nederlanden, in de nähe van Tilburg. Maar ja, onze bedrijf wächst zeer snel. En dat is meestens van ja, weil alle analyses komen van over de hele wereld. Ja, dat zien ze hier ook. Op het moment zijn we actief in meer dan 55 verschillende landen. So, we krijgen die analyse van Australië, van Chile. Sehr viele von den USA, von China. Ja, wir kriegen die wirklich von sehr vielen verschiedenen Ländern. Wichtig dafür ist, dass die Analysen natürlich so schnell wie möglich an unserem Labor ankommen. Normalerweise 3-4 Tage bekommen wir schon die Analyse von über die ganze Welt. Und das wird auch kein Problem für die Qualität von den Blättern. Aber wenn es natürlich länger dauert, dann kann es natürlich die Ergebnisse beeinflussen. Das wird normalerweise nicht für jedes Element, aber man würde sehen, wenn eine Analyse lange auf Transport ist, dass dann Elemente wie Ammonium höher sind. Weil ja, wenn die Blätter lange auf Transport sind, dann ja, fängt die Verrottung an. Und das bringt natürlich Ammonium und damit werden dann auch die Werte in die Pflanze höher. Na, wir machen nicht nur Pflanzensaftmessungen, wir machen auch Wasserproben, aber alles auf Nährstoffe. So, mit jeder Analyse bekommt man 21 verschiedene Parameter und auch für die meisten Sorten haben wir Zielwerte. Und meistens kriegst du die Frage, von wo sind die Zielwerte auf basiert? Ja, die Zielwerte sind eigentlich basiert auf mindestens 1000 verschiedene Analysen von der Sorte und von verschiedenen Feldern, von verschiedenen Kunden, um so viel wie möglich Daten zu haben. Es ist kein, was ist der deutsche Name? Kein Average, es ist kein, es ist wie ein Median und auch mit unserer eigenen Forschung. Probieren wir zu sehen mit einem Programm, okay, wie sind die Interaktionen zwischen den Elementen und damit auch ein bisschen darauf basiert, könnt ihr ausrechnen, was die Zielwerte waren für jedes Element. So, wenn Sie unsere Ergebnisse bekommen, ja, dann können Sie auch wirklich auf, davon ausgehen, dass die Zielwerte richtig sind und richtig, um aufzusteuern mit den Düngungen. Nou, we geven ook beratung over die analyse, want het is niet immer einfach om iets over die Ergebnisse te zeggen. Man ziet immer, ja, einige Werte sind viel zu niedrig, vielleicht einige Werte sind viel zu hoog. Maar ja, wat moet man dan machen? So, daar kunnen we ook mee helpen. En dat is ook wat ik den ganzen Tag mache. Ja, we kriegen die analyse van over die. Ihr könnt eine Frage mit der Sorte gemeint die Kultur, ja, mit die Kultur und nicht die Sorte. Sorte ist natürlich ein Stück von die Kultur, aber ja, wir sind aktiv in mehr als 200 verschiedene Kulturen. So, Sie können sich vorstellen, wenn das von der ganzen Welt kommt, dann können das auch Bananen sein, es könnte Avocado sein, Erdbeeren, Bäume, Mais, Gurken. Ja, solange wir Saft aus die Blätter kriegen können, ja, dann ist es möglich für uns, um zu testen. So für einige Kulturen brauchen wir nur 10-20 Blätter, aber andere Kulturen brauchen wir vielleicht wieder 100-150 Blätter, wie Oliven.
Ja, das, die Blätter sind sehr trocken und dann ist es auch schwierig, um da genügend Saft rauszukriegen. Aber es ist ja interessant, um zu sehen, von wie vielen verschiedenen Kulturen wir die Proben bekommen. Warum Pflanzensaftmessungen? Eigentlich, warum ein von unseren Kunden, meistens die Kunden von uns anfangen mit Pflanzensaftanalyse, ist eigentlich, weil da ein Problem im Feld ist. Man sieht einen Mangel oder da sind Probleme mit Insekten oder vielleicht mit Mehltau oder Botrytis oder etwas anders. Und dann die Kunden würde gerne ausfinden, ob das dann Nährstoffe relatiert ist. So meistens sehen die Kunden dann auch in die Analyse, dass einige Elemente viel zu hoch oder zu niedrig sind. Und da kann man probieren, die Nährstoffversorgung zu optimalisieren. Andererseits sehen wir auch oft, dass viel zu viel Düngemittel mitgegeben wird nach den Pflanzen. Noch immer Stickstoff wird und Phosphor wird meistens noch immer viel zu viel mitgegeben. So, es ist auch eine Möglichkeit, um zu besparen auf Düngemitteln. Und es zeigt Nährstoffmangel auf, noch bevor Mangelerscheinungen erkennbar sind. So, wenn man einen Mangel hat, ja, dann sind die Werte natürlich sehr niedrig, aber man sieht meistens schon, vor dass der Mangel sichtbar ist, dass Elemente runtergehen in Pflanze und da kann man nach Zeit, ja, hat man genügend Zeit, um darauf zu reagieren, zu probieren, dass der Mangel nicht erscheinbar wird. Andererseits eine ausgewogene Nährstoffversorgung erhöht die Krankheitsresistenz und die Produktivität. Es gibt natürlich bessere Blatt- und Fruchtqualität und wir sehen speziell in Gewächshausgemüse, dass damit auch den Geschmack von der Früchte verbessert werden kann. Eigentlich hoffen wir, dass mit einer Pflanzensaftanalyse eine Kostenbesparung durch optimale Pflanzenwachstum, Gesundheit und Fruchtqualität erreicht wird. Manchmal sehen wir eine Pflanzensaftanalyse auch wie eine Versicherung. Es kostet natürlich Geld, aber wenn man damit Probleme voorkomen kan, dan is dat wat man zahlt voor een analyse natuurlijk niks in vergelijking met dat probleem, wat natuurlijk veel meer kost. So, daarmee hoffen we dat een Pflanzensaftanalyse samen met een Wasseranalyse of een Bodemanalyse, dat geeft alles weer meer informatie over de interactie tussen de Bodem of het Substraat met de Pflanzaufnahme. En dat hilft natuurlijk weer. Die Pflanzgesundheit weiter zu optimalisieren oder die Produktion weiter zu optimalisieren. Wenn eine Pflanzensaftanalyse gemacht wird, dann werden 21 Parameter gemessen. Das sind eigentlich auch alle Elemente, die mitgegeben werden mit den Düngung. Aber wir messen dann auch noch den Zuckerwert, das kann man nicht vergleichen mit einer Brex-Messung. Hier wird wirklich nur den Zucker gemessen, so den simple Zucker und den komplexen Zucker und dem EC und pH-Wert von der Pflanze. Und mit Stickstoff haben wir das ausgetrennt mit Nitrat separat und Ammonium separat. Und dann messen wir noch Gesamtstickstoff. Und Gesamtstickstoff ist eigentlich alle Stickstoffsorten, die man finden kann. So in Gesamtstickstoff findet man Nitrat und Ammonium, aber da findet man auch Urea, Aminosäure und Proteine. Das alles zusammen messen wir mit dem Namen Gesamtstickstoff. So eine Analyse sieht eigentlich so aus, wie Sie hier auch sehen in Ihrem Bild. Ich werde das später nochmal besser erklären, aber ja, man sieht für jedes Element, für junges und altes Blatt, ob das im Zielbereich ist. So eigentlich muss es so sehen, wenn da ein Mangel ist, so wie hier in Kartoffeln. Sie sehen hier einen Magnesiummangel. Ja, in der Analyse sieht man dann auch sehr deutlich zurück, dass in diesem Fall die alten Blätter viel zu niedrig sind mit der Aufnahme von Magnesium. So, unsere Analysen sind so aufgebaut, wenn Sie die Ergebnisse bekommen, ja, dann ist da ein Fach mit zu wenig.
dann ist ein Fach, wo die Werte genügend sind oder gut, und ein Fach, wo es zu hoch geht. So eigentlich müsste dann jeder Element zwischen die Zielwerte, so Minimumzielwert und Maximumzielwert bleiben. Das wäre dann optimal. Und hier sehen wir dann auch, dass es viel zu niedrig ist mit Magnesium. Andererseits, oft sehen wir auch, dass eine Mangelerscheinung nicht tatsächlich das Element ist, was man vielleicht erwartet. Weil was Sie hier im Bild sehen, dann könnte das ein Kaliummangel sein. Aber wenn wir hier einen Bohrüberschuss sehen, das sieht ja ziemlich gleich aus. Das ist, was wir sehen mit vielen verschiedenen Mangel oder Überschuss, dass den Blick auf das Blatt oder das, was sich erscheint auf das Blatt, vielleicht ein anderes Element andeutet, dann sie vielleicht denken. So hier denkt man vielleicht, wir haben einen Kaliummangel, aber wenn man dann auf die Analyse schaut, dann sieht man, dass Kalium noch immer mehr dan genügend ist. So, dann müsste es ja etwas anders sein. Da kommt man auch hinter, dass in diesem Fall Bohr zu hoch war. Andererseits, wie hier mit Mais, dann sieht man eine gesunde Pflanze, diese hat schon so einiges Mangel und diese wächst ja sehr schlecht. Ja, da kann man auch probieren auszufinden, okay, welches Element ist wirklich viel zu niedrig und ist das dann, warum das dem Mangel sich erscheint? Und kann man da etwas mitmachen dann, oder, um das wieder zu optimalisieren oder wieder gut zu kriegen? Oft wird mir noch gefragt, was ist der Unterschied zwischen einer Pflanzensaftanalyse und einer trockenen Substanzanalyse? Weil vor die Pflanzensaftanalyse da war da schon die Möglichkeit, eine trockene Substanzanalyse zu machen. Ja, eigentlich der größte Unterschied zwischen die zwei Analysen ist eigentlich, dass wenn wir die Pflanze sehen und sehen, von ja, was ist vorhanden von Mineralen, dann sind da einige Mineralen, die sind für die Pflanzenentwicklung verfügbare Mineralen. So das messen wir in den Xylem und Phloem in das Gefäßsystem in die Blätter. Und das sind eigentlich Elemente, die noch immer weiter transportiert werden können durch die Pflanze. Und man hat fixierte Mineralen. So, die sind in organischen Verbindungen und kaum verfügbar für die Pflanzenentwicklung. Nou, wenn wir auf eine Pflanzensaftanalyse schauen, dann werden hauptsächlich die verfügbaren Mineralien und nur ein kleines Teil der festen Mineralien gemessen. So, das zeigt eigentlich die aktuelle Nährstoffsituation an, die die Pflanze für ihr Wachstum nutzen kann. Wenn wir dann auf einen trockenen Substanztest schauen, dann wird eigentlich die Summe da aus beide gemessen. So das Gesamtaufnahme durch die Pflanze und wie die fixierte Mineralien. So, was wir oft sehen, ist, dass dann ein Mangel auch nicht direkt sichtbar ist in die Analyse. Eigentlich kann man das so sehen, eine Pflanzensaftanalyse ist eine Messung von die letzte oder Aufnahme von der Pflanze über die letzten 2-3 Wochen. Und ein Trockensubstanztest ist eigentlich eine Analyse, wo man schaut auf die Geschichte von der Aufnahme von der Pflanze, so über die letzten Wochen oder Monate. So, wenn wir die zwei dann auch miteinander im Vergleich nehmen, dann sehen wir auch, wenn zum Beispiel den Stickstoff gemessen wird in einer Pflanzensaftanalyse und einer Trockensubstanzanalyse, dann sieht man hier, wenn man dann verschiedene Messungen macht, dass in einer Pflanzensaftanalyse, wenn in diesem Fall Stickstoff zu niedrig wird, das schneller sichtbar ist, dann in einer Trockensubstanzanalyse. Weil in der Trockensubstanz wird noch immer sehr viel die fixierte Stickstoff gemessen. Und damit bleiben die Werte dann noch höher. Na, wenn da aufkorrigiert ist, dann sieht man auch wieder schnell, dass es wieder hochgeht in Pflanze. Aber mit einem trockenen Substanz dauert das viel länger. Das ist eigentlich, warum wir auch mit einer Pflanzensaftmessung angefangen sind, weil in unserer Meinung gibt es einen besseren Einblick, was an diesem Moment in Pflanze passiert. Und mit einer trockenen Substanz schaut man mehr auf die Gesamtentnahme über die letzte Woche und Monate. Das ist eigentlich, warum dass wir gesagt haben, ja, wir sehen mehr in Pflanzensaftanalysen. Und sind wir da auch mit angefangen.
Nou, wichtig für die Probenahme ist, dass es, ja, dass es richtig passiert, weil es gibt die besten Ergebnisse. Das ist natürlich mit jedem Test, der gemacht wird, mit dem Boden oder Pflanze oder Wasseranalyse. Ja, da sind einige Dinge, wo man immer mit Rechnung halten muss. In Fall von einer Pflanzensaftanalyse sagen wir immer, nehmen Sie die Probe früh am Morgen, so am besten vor 9 Uhr. Und das hat alles damit zu tun, weil wie später am Tag die Analyse genommen wird, wie mehr, speziell im Sommer, die Sonne Einfluss hat auf den Saftstrom und auf die Nährstoffaufnahme in die Pflanze. Man muss dann keinen großen Unterschied erwarten, wenn man jede Stunde eine Probe nimmt. Aber es ist natürlich, die Pflanze im frühen Morgen ist noch am besten im Balance. Und damit gibt es auch das beste Einblick auf die Nährstoffaufnahme in die Pflanze. Darum sagen wir immer, Probenahme vor 9 Uhr im Morgen. Wir sagen immer, junge und alte Blätter getrennt beproben. Und das hat eigentlich zu tun mit dem Transport von Nutrienten in der Pflanze und mit der Mobilität. Man muss sich vorstellen, wenn man einen Kaliummangel kriegt oder einen Magnesiummangel, dann sieht man das immer in die alten Blätter. Aber mit einem Calciummangel oder einem Bohrmangel oder Schwefelmangel, dann sieht man das immer am ersten im jungen Blätter. Und das hat alles mit der Mobilität zu tun. Andererseits, wir sehen im Sommer auch, wenn die Pflanze durch die Sonne, Temperatur, Stress hat, dass die Pflanze Schwierigkeiten hat, um genügend Wasser mit Nutrienten zu transportieren nach die jungen Teile, nach die jungen Blätter. So, wenn nur die alten Blätter beprobt werden, dann würden Sie vielleicht sehen, dass viele Werte noch immer gut sind, aber man sieht dann in die jungen Blätter, dass einige Elemente viel zu niedrig sind. So, das sagt etwas über das Transport von den Nutrienten. Das ist eigentlich, warum dass wir sagen, am besten werden junge und alte Blätter beprobt, weil es gibt den besten Einblick in die Nutriententransport und Aufnahme. Na, wir haben für die meisten Ernte oder Kulturen Handbücher auf unserer Website. So, da können Sie zurückfinden, ja, welche Blätter müssen genommen werden, wie viele Blätter und mehr Informationen über den Kultur. Probeblätter ohne Blattstiele. Weil Blattstiele sind für Transport und so, wir brauchen wirklich das Blatt selber für die Analyse. Vermeiden Sie Seitenwege oder den Kopf des Anbauhauses oder das Acker, weil die Blätter oder die Pflanze sind immer mehr beeinflusst durch die Sonne, Wind, Temperatur. So laufen Sie immer 10 bis 20 Meter im Feld und nehmen Sie dort die Analyse, die repräsentativ sind für die ganze Fläche. Maar ik kan me voorstellen, wenn Sie denselben Kultur über verschiedene Hektare stehen, da ist natürlich immer ein Unterschied in Nährstoffaufnahme auf verschiedene Arten auf dem Feld. Ja, dann benötigen Sie vielleicht mehrere Analysen für eine Kultur auf ein Feld. Aber normalerweise, wenn er kein großer Unterschied ist, ja, dann können Sie dort die Pflanzen nehmen, die repräsentativ sind für die ganze Fläche. Probemangelblätter getrennt von gesunden Blättern, weil es gibt schneller und einfacher einen Einblick, wo das Problem von kommt. So, man sieht natürlich schon, wenn man nur die Mangelblätter beprobt, welches allen Element zu niedrig oder zu hoch ist. Aber mit auch die gesunden Blätter zu beproben, kann man das im Vergleich nehmen und vielleicht sehen, wie das wieder einfacher optimalisiert werden kann oder wieder die Werte höher zu kriegen, dass den Mangel weggeht oder vielleicht zum nächsten Jahr man kein Problem kriegt mit dem Mangel. Andererseits sagen wir immer, beprobt die Blätter frei von Tau, Feuchtigkeit oder Schmutz und am besten auch wenn Blattdüngung wird gemacht, Probe vor oder mindestens eine Woche danach. Und das hat alles damit zu tun, wie wir den Saft aus den Blättern holen. Ja, das ist mit einem Presssystem und da kommt natürlich alles, was auch auf die Blätter liegt, kommt dann natürlich in den Saft rein. Und damit werden die Ergebnisse
willen dan, ja, dan kriegt man andere Ergebnisse natürlich. Da kann man vielleicht ein, zum Beispiel hat man eine Garndüngung gemacht auf dem Blatt und weil dann noch immer Residu war auf das Blatt, wird das dann mitgenommen im Saft mit der Analyse und dann werden höhere Werte von Mangan gemessen, weil das eigentlich gar nicht im Blatt war. So am besten immer eine Woche später oder mindestens eine Woche später die Analyse nehmen, dann ist da weniger Residu auf dem Blatt und dann wird das auch weniger die Analyse beeinflussen. Wir sagen auch immer, am besten werden unsere Etiketten verwendet, weil da können wir alle Informationen aufschreiben von Ihrem Betrieb. Andererseits auch, welche Lage oder Grundstück, welchen Anbau, welche Kultur, welches Pflanzenzahl. So, da können wir mehrere Informationen aufschreiben. So, das hilft dann auch uns wieder mit alles im System zu kriegen, weil ja, wenn man verschiedene Kulturen aus verschiedenen Ländern bekommt, dann sehen wir oft, dass eine Kultur in verschiedenen Manieren beschrieben wird. Und dann ist es für uns nicht immer einfach auszufinden, ja, welche Kultur wir jetzt bekommen haben mit der Analyse. Ja, wir sagen auch immer, verwende die Blätter im Ziploc-Beutel, weil da kann den Luft aus den Sack, ja, Beutel ausgepresst werden. Und dann bleibt die Qualität von den Blättern länger gut. Und mit Wasseranalyse immer saubere Flasche nehmen. Weil oft kriegen wir auch die Analyse, wie Sie hier sehen, und das wird wirklich die Ergebnisse beeinflussen. Ja, wie hier ist. Es ist nicht möglich, einen Aufkleber darauf zu machen. Andererseits, man hat immer so ein bisschen so Kalk an der Innenseite davon. Und das wird natürlich auch die Ergebnisse beeinflussen. Andererseits, Coca-Cola-Flasche oder Fanta-Flasche, die kriegen wir noch jede Woche. Ja, man weiß eigentlich schon selber, wenn die Flasche leer ist und man füllt das schon mit Wasser und man beprüft das Wasser, das schmeckt noch immer nach Coca-Cola. So, man kann sich auch vorstellen, dass das natürlich auch die Analyse beeinflussen kann. Noch nicht so lange her haben wir Probe bekommen in ein Kalksalpeter-Beutel. Ja, so da kann man sich vorstellen, dass die Werte von Nitrat und Calcium sehr hoch waren auf die Analyse. So, ja, immer saubere Materialien nutzen, weil das anders natürlich die Qualität von von den Ergebnissen beeinflusst. So, das war etwas über die Pflanzensaftanalyse selber. Kann es sind hier noch Fragen über? Vielleicht, ja, das ist schon eine Möglichkeit, vielleicht um einige Fragen zu stellen über eine Analyse. Ich weiß nicht, ob hier jemand eine Frage hat. Andererseits auf den Chat machen, dann kann ich darauf auch reagieren. Na gut, dann werde ich jetzt ein bisschen den Theorie von den Pflanzaufnahmen beschreiben oder erklären, was auch hilft bei Interpretation von der Analyse. Und einiges wichtig, um zu wissen, ist die Mobilität von den Elementen. Weil was wir in die Pflanze sehen, ist, dass in Pflanzen werden Nährstoffe dorthin transportiert, wo sie benötigt werden. Und einmal von der Pflanze eingebaut, können einige Elemente unbeweglich sein, während andere wieder mobilisiert werden können. So, nicht mobile Elemente werden im Wesentlichen an Ort und Stelle verriegelt und bleiben dort. Und diejenigen, die remobilisiert werden können, können ihren ursprünglichen Standort verlassen und in Gebieten mit größeren Fragen gehen. So, um zu wissen, welche mobil oder nicht mobil sind, ist hilfreich bei der Diagnose von Mangelerscheinungen. Andererseits, Mangel können Sie damit erkennen anhand der Position in der Pflanze, weil ein Bor- oder Calcium- oder Schwefel- oder Eisenmangel sieht man immer in die jungen Teile, so in die jungen Blätter.
und ein Mangel von wie Magnesium oder Kalium oder Nitrat oder Phosphat, das fängt immer an in die alten Blätter. Darum sagen wir auch immer, junge und alte Blätter getrennt beproben, weil das dann auch den optimalen Einblick in den in der Aufnahme in der Pflanze angibt. Andererseits sehen wir auch oft, dass wie ein Magnesiummangel sieht ziemlich gleich aus wie ein Manganmangel. Dann gehe ich eigentlich nach dem nächsten Slide. Aber man sieht hier, ja, vielleicht hier im Bild sieht es nicht so, sieht es vielleicht nicht gleich aus, aber in vielen Kulturen sehen wir, dass es wirklich gleich aussieht. Und da kann der Position in der Pflanze etwas sagen, über welchen Mangel es ist. Na gut, wenn wir sprechen über mobile Mineralien, dann sind im Fall von mobilen Mineralien wie Stickstoff, Kalium, Magnesium und Phosphat, ja, das ist zuerst sichtbar in die alten Blätter. Die mittleren mobile Mineralien, das sind eigentlich, wenn man einen Mangel kriegt, zuerst sichtbar in die jungen Blätter oder mitten in die Pflanze. Ja, das sind Schwefel, Eisen, Mangan, Zink, Kupfer, Molybdän und nicht mobile Mineralien. Und eigentlich finde ich Eisen und Schwefel auch ein bisschen dazu gehören. Dann ist ein Mangel immer sichtbar in den jungen Blättern. Und das ist wie Calcium und Bor. Na, wie wirkt das dann in die Pflanze? Eigentlich muss man das so sehen, wenn die Pflanze nicht genügend Aufnahme hat von den Wurzeln, von zum Beispiel von den mobilen Elementen wie Magnesium, Phosphat, Kalium oder Nitrat, dann können die jungen Blätter, so die Blätter, die noch immer wachsen, können dann diese Elemente aus den alten Blättern holen und weiter transportieren nach dort, wo der Pflanze an dem Moment den Magnesium, Phosphat, Kalium oder Nitrat braucht. So, wenn man dann auch auf eine Pflanzensap-Analyse schaut, ja, dann braucht man auch immer auf die alten Blätter zu schauen mit die Werte. Weil wenn man sieht, dass vielleicht Kalium im alten Blatt runtergeht, aber im jungen Blatt noch immer stabil ist, dann ist das schon eine erste Indikation, dass vielleicht Kalium zu niedrig wird. So, wenn Kalium mit das alte Blatt unter den Zielwert geht, aber das junge Blatt bleibt noch immer gleich, ja, dann kann das schon andeuten, dass die Aufnahme von Kalium an dem Moment nicht ausreichend ist. Das ist dann auch gleich für Magnesium, Phosphat und Nitrat. Das sieht man oft, wenn die Früchte wachsen, wie Tomaten oder wie Äpfel, dass am Moment, dass die Früchte natürlich mehr Nährstoffe fragen wie Kalium, ja, wenn dann nicht genügend aufgenommen wird durch die Pflanzen, so durch die Wurzeln, ja, dann können die Früchte es holen aus den alten Blättern. Dann sieht man auch, dass die Werte nach unten gehen. Das ist natürlich auch gleich wie Kartoffeln wachsen. Auch dann, wenn die Kartoffeln wachsen, wird mehr Kalium gefragt. Und wenn die Wurzeln nicht genügend aufnehmen, ja, dann wird das aus die alten Blätter genommen. Und das hat alles mit zu tun, weil diese Elemente mobil sind. So, wenn die Pflanze die mobile Elemente aufgenommen hat, kann das noch immer wieder weiter transportiert werden nach anderen Orten in der Pflanze. Andererseits sind da auch Elemente, die sind immobil. Was eigentlich sagt, die können nicht wieder hertransportiert werden. So wie Bor oder Calcium und eigentlich auch Schwefel und Eisen. So am Moment, wenn da nicht genügend Transport ist von den Wurzeln, dann können diese Elemente nicht weiter transportiert werden von die alten Blätter nach die jungen Blätter. So, das kann vielleicht, wenn Sie in einem Blatt eine Pflanzensaftanalyse sehen, dass in die alten Blätter noch immer mehr dan genügend Calcium dort ist. So, vielleicht eben höher dan unsere Zielwerte. Aber man schaut dann doch auf die jungen Blätter. Und wenn man darauf sieht, dass die Aufnahme nicht ausreichend ist, ja, das deutet dann schon an, dass die Aufnahme zu niedrig ist und dass man da etwas mitmachen muss. Weil die Aufnahme passiert nur durch einen aktiven Substrom, genügend Evaporation und genügend Wurzeldruck. So, man braucht das für genügend Aufnahme und Transport nach die jungen Teile. Das kann nicht aus die alten Teile genommen werden. So, das etwas über die Mobilität. Ja, und da sind dann natürlich
ist da sehr viel Nährstoffhaushalt und sind da Wechselwirkungen in der Pflanze. Und das ist auch wichtig, um zu wissen, weil in Pflanze ist da immer ein Wettbewerb zwischen die Kationen, und das sind Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium und Ammonium, und ein Wettbewerb zwischen die Anionen, wie Nitrat, Chlorid, Schwefel und Phosphat. Und man muss sich das eigentlich so sehen, wenn alles genügend ist aufgenommen, hat es einander gut in Bilanz. Aber wenn mehr aufgenommen wird durch die Pflanze von einem Element, dann eigentlich die Pflanze braucht, im Falle von die Kationen, dann wird es den Aufnahme von ein anderes Kation blockieren. Ein bisschen wie auch hier auf dem Foto, solange sie auf dem Traktor bleibt, kann der durchfahren. Aber wenn sie von dem Traktor abgeht, ja, dann geht der Traktor zu dem Boden und kann er nicht mehr fahren. So, man muss es eigentlich so sehen, dass am Moment zum Beispiel wird eine hohe Dosierung von Mist oder Kompost dosiert, und dann steigt die Verfügbarkeit von Kalium. Und wenn wir dann sehen, eine Pflanze, dass viel mehr Kalium aufgenommen wird, dann die Pflanze eigentlich braucht, ja, dann würde es die Aufnahme von anderen Kationen wie Calcium, Magnesium und Natrium blockieren. Andererseits kann es auch so sein, weil Magnesium zu hoch aufgenommen wird, weil das hoch im Boden ist, oder vielleicht Calcium, ja, dann kann es dann auch wieder den Kalium blockieren. So eigentlich die drei, aber Natrium gehört auch zu, ein von die zu hoch aufgenommen durch die Pflanze, wird es die Aufnahme von ein anderes Element beeinflussen. Andererseits, wenn ein Element wie vielleicht Calcium oder Magnesium zu niedrig wird aufgenommen, weil er nicht genügend im Boden ist oder nicht genügend verfügbar ist für Aufnahme, ja, dann kann es auch, dann ist er natürlich auch wieder mehr Platz in Pflanzen, und dann kann ein anderes Element auch höher werden, dann eigentlich die Pflanze braucht. Man muss es dann auch eigentlich so sehen, wenn man das im Vergleich nimmt mit einem Parkplatz, wenn da 10 Plätze sind und auf Plätzen sind, wie sagt man das, ja, 10 Plätze auf einem Parkplatz, dann wenn da dann 8 Plätze geführt sind mit Kalium, dann sind da nur 2 Plätze übrig für ein anderes Element. So muss man das eigentlich sehen. Wenn dann mehr Kalium weggeht von dem Parkplatz, dann ist er auch wieder mehr Platz für vielleicht Calcium- oder Magnesiumaufnahme. So, man muss immer probieren, die in einem guten Gleichgewicht zu halten. Andererseits, damit ist es auch sehr wichtig, um auf den Balance zu schauen zwischen Kalium und Calcium. Weil in vielen Kulturen sagt das etwas über die Fruchtqualität. Und man kann es eigentlich so sehen, dass den Kali-Calcium-Verhältnis, das hilft bei der optimale Fruchtzellwand und Fruchtgröße. Ich weiß nicht, jemand hat sein Mikrofon noch nicht gemutet. Kann das vielleicht gemacht werden? Weil ich höre im Moment. Oh, ich kann selber auch jede Tempe machen. Oh ja, ich hab schon jede jetzt gemutet, so dann, ja, das ist besser. Entschuldigung. Man kann das dann eigentlich so sehen, wenn man nach den Kalium- und Calcium-Bilanz schaut, dass Calcium ist eigentlich für die starke Zellen, so das ist eigentlich den Außenreifen, wenn man das vergleicht mit einem Traktorreifen oder mit einem Autoreifen. Und den Schlauch ist also den Kalium. So, der Kalium füllt die Früchte und spannt sie an. So, wenn das nicht gut in Bilanz ist, so die Schlauch wird zu viel aufgepumpt oder den Außenreifen ist viel zu stark, ja, dann beeinflusst das einander und das beeinflusst dann die Fruchtqualität. Aber man muss dann natürlich nicht mit vergessen, dass ja, Magnesium gehört da auch zu. So, wenn Magnesium zu hoch ist, dann kann es natürlich auch den Aufnahme von Kalium oder Calcium zu niedrig machen. Es ist wichtig, um zu wissen, es ist natürlich ein Vergleich, so dem Verhältnis, es ist ein Verhältnis, so den Kalium-Calcium-Verhältnis kann erreicht werden mit verschiedenen Aufnahmen. Und wie muss ich das erklären? Zum Beispiel,
En dat is eigenlijk ook, dat heb ik nog niet erklärt, op onze analyse deuten we ook den Kali-Calcium-verhältnis aan, maar we geven daar geen zielwerten mee van het Kali-Calcium-verhältnis. Want dat had er eigenlijk mee te doen, waar zum Beispiel, wenn 2 ppm Kalium aufgenommen wird und 1 ppm Calcium, dan hat man een Vergleich oder een Verhältnis van 2 steht zu 1. Aber wenn 4 Kalium aufgenommen wird und 2 Calcium, ja, dann hat man noch immer denselbe Verhältnis von 2 steht zu 1. Aber die Aufnahme ist zweimal so hoch, als mit wenn nur 2 und 1 ppm aufgenommen wird. Und darum sagen wir auch immer, das Verhältnis ist sehr interessant und sagt sehr viel über die Fruchtqualität. Aber es ist ja wichtig, dass dann die Kaliumaufnahme und die Calciumaufnahme auch gut in den Zielwerten sind, weil es anders noch immer vielleicht, der Verhältnis kann vielleicht gut sein, aber dann kann noch immer die aktuelle Aufnahme von beiden viel zu hoch oder viel zu niedrig sein. Na, wenn wir dann ein Beispiel geben von dem Kali-Calcium-Verhältnis, dann sehen wir hier in Tomaten, wenn das Verhältnis zu hoch ist auf Calcium, ja, dann kriegt man die sehr starke Außenzellen von den Tomaten. Und dann, ja, dann sieht das schon nicht so schön aus. Und da können die Früchte nicht genügend füllen mit Kalium. Andererseits, wenn Kalium viel zu hoch wird im Vergleich zu Calcium, ja, dann können die Früchte platzen, weil den Schlauch wird zu viel aufgepumpt. Ja, und dann platzt den Außenreifen. Na, wenn Kalium zu niedrig ist, ja, dann bleibt der Schlauch zu klein, so dann wachsen die Früchte nicht oder die Färbung von den Früchten ist schwieriger. Und wenn Kalzium zu niedrig ist, ja, das kennen wir wie Blutempfäule in Gurken oder Paprika oder Tomaten oder schlechte Fruchtqualität mit Äpfeln. Nou, ik heb daar ook een, om dat in vergelijking te nemen met Franse zaadanalyse, heb ik hier ook een bijspiel van äpfelbäume. Hier zien we 8 verschillende velden. En daar zien we hier dat een veld waar had een te hoge kaliumafname. So, we zien hier die groene linie. Dat zijn hier dan nu die alte blätter die gemessen zijn, of die ik hier in grafiek gemaakt heb. Die Aufnahme von Kalium ist in diesem Feld viel zu hoch im Vergleich mit den anderen 7 Feldern. Ja, wenn wir dann auf die Calciumaufnahme schauen, dann sehen wir hier wieder die grüne Linie, aber jetzt viel niedriger dann die 7 anderen Felder. Und dann sieht man schon den Interaktion zwischen die 2 wichtigen Elemente Kalium und Calcium. So ein von denen viel zu hoch blockiert die Aufnahme von den anderen. Das sehen wir hier sehr deutlich zurück. Und wenn wir dann auf den Kali-Calcium-Verhältnis schauen, dann sehen wir auch wieder die grüne Linie viel höher dann die 7 anderen Felder. Und das gab dann auch Probleme mit der Fruchtqualität. Und nicht nur das, weil Kalium so hoch blockiert auch andere Kationen. Und ein anderes Kation ist Magnesium. Und diese Sorte von Äpfelsorte hat schon Schwierigkeiten mit genügend Magnesiumaufnahme. So man sieht schon sehr schnell in dieser Sorte einen Magnesiummangel. Und weil hier wieder die grüne Linie, weil Kalium viel zu hoch war, blockiert es nicht nur die Calciumaufnahme, aber es blockierte auch die Magnesiumaufnahme, bis dass da auch ein Mangel erscheinbar war. So damit anzugeben, wenn man auf eine Analyse schaut, ist es sehr wichtig, die Kationen miteinander im Vergleich zu nehmen. Weil es kann so sein, dass vielleicht Calcium mehr dann ausreichend im Boden ist, aber wenn dann Magnesium oder Kalium viel zu hoch wird aufgenommen, dann kann das natürlich die Aufnahme von Calcium blockieren. Damit auch immer, und darum sagen wir auch immer, warum es so interessant ist, um eine Bodenprobe zu machen und das im Vergleich zu nehmen mit der Pflanzensaftanalyse, weil eine Bodenprobe sagt nicht immer alles über die Aufnahme. Er kann vielleicht mehr dann ausreichend Magnesium im Boden sein. Aber wenn das nicht freigemacht wird durch den Bodenmilieu oder dass es blockiert wird in Aufnahme, ja, dann kann das natürlich immer noch in Pflanzen zu niedrig werden. So, man muss das immer im Vergleich nehmen. Ja, andererseits, da sind auch antagonistische Wechselwirkungen zwischen die Anionen. Und die Anionen, Nitrat, Chlorid,
fosfaat und Schwefel auch da wieder, wenn eine zu hoch wird aufgenommen, dann blockiert es die Aufnahme von einem anderen Anion. So zum Beispiel, wenn Chlorid oder Schwefel zu hoch sind in Pflanzen, ja, dann blockiert es die Aufnahme von Nitrat oder Phosphat. Oder wenn Nitrat zu hoch ist, ja, dann gibt es auch weniger Platz für Phosphat oder Schwefel. Aber speziell, wenn Chlorid zu hoch wird, in die meisten Kulturen wollen wir lieber nicht zu hoch Chlorid sehen. Ja, wenn es aber zu hoch geht, blockiert es einfach die Aufnahme von Schwefel, Nitrat oder Phosphat. Und das sind dann auch wieder alle wichtige Elemente für die Pflanze. So, damit auch wieder ein Element zu hoch blockiert die Aufnahme von ein anderes Element oder anderes Anion. Das sehen wir auch wieder hier, ein Beispiel. Hier sehen wir unsere Zielwerte, Minimumzielwert und Maximumzielwert für Chlorid. Und da sehen wir, dass in dieser Kultur, das waren Tomaten, die Aufnahme von Chlorid viel zu hoch war. So, und damit den Phosphataufnahme viel zu niedrig, weil wir sehen hier wieder unsere Zielwerte, junges Blatt, altes Blatt, und da sehen wir, dass die alten Blätter viel zu niedrig sind. So, die ganze Zeit sagte der Kunde gegen mir, ja, der Phosphat ist viel zu schlecht in Aufnahme, ich gehe mehr und mehr Phosphat, aber es kommt nicht in Pflanzen. Das habe ich auch gesagt, nee, schau auf den Chlorid. Den Chlorid ist viel zu hoch, so, man muss zuerst den Chlorid runterkriegen und wenn Chlorid nach unten geht, kommt dann wieder mehr Platz für Phosphat und ist die Aufnahme wieder besser. Und das sehen wir hier dann auch, so an einem Moment ging Chlorid nach unten und da sehen wir auch, dass Phosphat wieder besser aufgenommen wird. So, so deutet sich dann meistens in der Analyse an, ein Element viel zu hoch, blockiert dann die Aufnahme von ein anderes Element. So, wenn wir das dann in einen Zirkel machen, ja, dann sehen wir, dass, da gehe ich eigentlich schon weiter nach diese, dass da immer Interaktionen sind zwischen die Kationen und Interaktionen zwischen die Anionen. Aber dann haben wir auch noch die Spurelemente und auch dort sehen wir Interaktionen und speziell zwischen Eisen, Mangan, Zink und Kupfer. Diese vier auch, ein von die zu hohen Aufnahmen blockiert die Aufnahme von ein anderes Bohrelement. Ja, dann hat man noch Molybdän, Bohr und Silizium. Ja, die drei blockieren eigentlich kein anderes Element in Aufnahme. Die blockieren auch nicht einander in Aufnahme, aber die können da schon Aufnahme von anderen Elementen helfen. Weil was Sie hier sehen, sind nicht alle Interaktionen oder Antagonismen, die möglich sind, weil auch. Und da gebe ich den nächsten Beispiel. Da sind auch noch andere antagonistische Interaktionen möglich. Und zum Beispiel eine zu hohe Phosphataufnahme kann die Aufnahme von Kernen blockieren. Und was wir sehr oft sehen, eine zu hohe Phosphataufnahme blockiert die Aufnahme von Eisen, Mangan, Zink und Kupfer. So, da sind mehrere antagonistische Wechselwirkungen möglich, aber immer beachten Sie diese Interaktionen zwischen die Kationen und die Anionen. Das sind eigentlich die größten antagonistische Interaktionen, die möglich sind. Und dann sind da natürlich andere antagonistische Interaktionen, aber die haben weniger Einfluss auf die Aufnahme von anderen Elementen. Nou, om dan zum Beispiel wieder diese anzudeuten, den Einfluss von Phosphat auf den Eisen, Mangan und Zinkaufnahme, dann haben wir eigentlich eine einfache Probe gemacht. So, wir haben 7 verschiedene Behandlungen und da haben wir mit jeder Behandlung einen anderen Input von Phosphor gemacht und einen anderen Input von Eisen gemacht. Und wir haben dann alle den Behandlungen Mangan gleich gehalten, aber wir haben dann in der letzten Behandlung noch Mangan sehr hoch gemacht, weil wir auch wollten sehen, okay, wie beeinflusst dann der Mangan den Eisenaufnahme. So, eigentlich eine sehr einfache Probe, nur um anzudeuten, ja, was passiert dann in Pflanzen, wenn wir etwas ändern mit dem Phosphat zum Beispiel. So, Sie sehen hier auch in Behandlung 1 haben wir 1 Millimol Phosphat mitgegeben, Behandlung 4 gar nichts. Eisen und Mangan gleichgehalten. Und wenn wir dann auf die Aufnahme schauen, dann sehen wir natürlich, wo mehr Phosphat wird gegeben, ist eine höhere Aufnahme. Aber was wir dann sehen, da ist es, dass die Eisenaufnahme dann auch viel niedriger ist und die Manganaufnahme viel niedriger dann Behandlung 4, wo wir
kein Phosphat mitgegeben haben. So, das war schon 6-mal höher, dann, wenn Phosphat mitgegeben ist. Also damit auch anzudeuten, wenn Phosphat viel zu hoch ist in Pflanze, ja, dann wird es den Eisenaufnahme beeinflussen. Und was wir oft sehen, ist, dass wenn da ein Eisenmangel ist, ist das nicht durch den, dass da nicht genügend mitgegeben wird oder nicht genügend verfügbar ist, aber dass Phosphat zu hoch ist. Es kann natürlich auch beeinflusst sein durch den pH im Boden oder in das Substrat, aber wir sehen ja oft, dass ja, wenn Phosphat zu hoch ist, dann blockiert es ja schon den Eisen- und Manganaufnahme. Dann noch eine von den Behandlungen, wo wir alles gleich gehalten haben, nur Mangan höher gemacht. Und dann sieht man auch, wenn Mangan höher geht, so die Aufnahme war 2-mal zu hoch in Pflanze, ja, dann ist die Eisenaufnahme auch wieder niedriger. So auch damit wieder die Interaktion von Mangan auf den Eisenaufnahme. Ja, und dann noch vielleicht eine interessante Wechselwirkung zwischen Nitrat und andere Elemente, weil wenn die Pflanze Nitrat aufnimmt, ja, dann wollen wir eigentlich, dass das umgewandelt wird nach Proteinen. Und für das Prozess braucht man natürlich Photosynthese, aber da braucht man auch andere Elemente für. So, wenn man probiert, den Nitrat besser zu kriegen in Pflanzen, dann kann man das probieren mit Magnesium, weil Magnesium braucht den Nitrat, um umzuwandeln nach Aminosäuren und Proteinen. En man braucht da auch Schwefel für. Ja, man sieht natürlich, wenn Chlorid zu hoch wird, dann kann es einen blockierenden Effekt haben auf die Nitrataufnahme. Und andererseits, Molybdan, nur ein kleines Element, vergessen wir oft, aber auch das, dieses kleine Element kann helfen bei der Umwandlung von Nitrat nach Aminosäuren. Und ist also wichtig, um genügend in Pflanzen zu haben. Also man sieht schon, viele Elemente helfen einander oder blockieren einander in Aufnahme. Und wenn Sie auf Ihre Ergebnisse schauen, da ist es auch immer etwas, um zu beobachten. Aber es sind natürlich nicht die Elemente alleine, die einander beeinflussen. Es sind natürlich auch verschiedene Faktoren, die eine Mineralaufnahme beeinflussen können. Ja, einige davon, um zu benennen, ist natürlich den pH vom Boden, den EC im Boden. Wie viel Licht ist da, die Temperatur, die Feuchtigkeit von dem Boden, CO2 rund um die Pflanze, die Temperatur, das Bodenleben. All das hat natürlich auch Einfluss auf die Aufnahme von den Elementen. Ja, hier sieht man das nochmal, aber das habe ich schon erklärt. So, wenn Sie auf Ihre Analyse schauen und Sie sehen ein Element viel zu niedrig, ja, dann können Sie sich selber schon abfragen, ja, ist es dann vielleicht blockiert durch ein anderes Element? Ist er vielleicht nicht ausreichend im Boden? Oder vielleicht, wie Sie hier sehen, ist der pH vielleicht zu hoch und damit den Eisen, Kupfer und eine Zinkaufnahme Aufnahme zu niedrig. Weil wir sehen hier, dass wie höher den pH im Boden, wie schwieriger für die Pflanze die Aufnahme von diesen Spurelementen. Andererseits mit Molybdan ist wieder geholfen bei einem höheren pH-Wert im Boden. Und so sieht man für jedes Element einen Einfluss auf die Aufnahme. Interessant ist aber, wir messen mit einer Pflanzensaftmessung auch Aluminium. Und eigentlich ist normal Aluminium nicht so interessant. Die meisten Pflanzen brauchen auch kein Aluminium. Aber wir sehen ja doch, wenn da eine sehr hohe Aufnahme ist in Pflanzen, dann kommt das meistens durch Stress in Pflanzen, durch zu niedrig pH rund um die Wurzeln. So, wenn wir höhere Werte von Aluminium sehen, dann ist meistens die erste Frage, ja, ist der Boden-pH zu niedrig oder ist da etwas passiert, wodurch den pH rund um die Wurzeln geändert ist und damit die Aluminiumaufnahme viel höher. Na, hier zum Beispiel, und wie das ja wirkt mit dem pH, haben wir eine einfache Probe gehabt mit extrem Hochnitrat und extrem niedrig Nitrat Behandlung. Und dann sehen wir auch, dass den pH in der Behandlung, das ist dann von den Drain, das sehen Sie mit die Linie mit Punkte, das ist dann den Drainwasser, so dass das Wasser, was zurückkommt von der Pflanze, und hier sehen wir das Gießwasser, das ist die direkte Linie, und dann sehen wir, dass wo mehr Nitrat mitgegeben ist, wachsen die Pflanze viel vegetativer,
wenn eine Pflanze mehr vegetativ wächst, gibt er mehr Bicarbonat ab am Boden oder am Substrat und dann geht der pH höher. Das sehen wir hier, der pH im Drain war dann auch viel höher als den Behandlung mit Niedrignitrat. Und dann sehen wir mit einem gleichen Input von Mangan, dass Mangan viel besser aufgenommen würde mit einem niedrigeren pH im Substrat. Und damit nur anzudeuten, was der Unterschied ist im Nutrientenaufnahme durch den pH und wie wichtig das ist. Andererseits, ja, jede wächst eine Pflanze auf eine andere Bodenart. So, hier haben wir im Vergleich Turf, Kokos und Sand, selbe Kultur drauf gemacht, alles weiter gleich, nur andere Bodentyp. Und man sieht schon, was für einen Einfluss das hat auf die Aufnahme, nur durch eine andere Bodentype. Einige Dinge sind dann interessant, um zu erklären, und da habe ich weiter noch nichts über gesagt, aber wir messen natürlich die Zuckerwert. Das ist hier TRS, das sind die Zuckerwert. Und dann sehen wir hier, dass wie höher die Zuckerwert, wie niedriger Nitrat ist. Und was wir oft sehen, ist, dass er eine große Wechselwirkung ist zwischen Nitratwert in Pflanze und Zuckerwert. Und man muss das eigentlich so sehen, wenn der Pflanze viel oder zu viel Nitrat aufnimmt, dann nimmt das auch zusammen mehr Wasser auf. Das ist auch, warum eine Pflanze mehr vegetativ wächst, wenn es zu viel Nitrat aufnimmt. Aber mit der höheren Wasseraufnahme und mit das Füllen von die Zellen mit mehr Wasser wird natürlich den Zuckerwert verdünnt. So, man sieht dann auch sehr stark, wenn Nitrat zu hoch wird in Pflanzen, dann gehen die Zuckerwert nach unten. Darum sagen wir auch oft, wenn die Zuckerwert hoch sind in Pflanzen, dann ist das positiv für die Pflanzgesundheit, weil dann meistens auch Nitrat viel niedriger ist in Pflanzen. So, man sieht mir ja schon den Einfluss von dem Boden auf Nutrientenaufnahme. Ja, und dann, was ich immer erkläre, ist Augen größer als der Mund. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so gesagt wird, aber wenn man mehr auf den Teller legt, dann man eigentlich essen kann. Ne? Das passiert meistens im Hotel am Morgen. Ja, so viel wie möglich, alles sieht lecker aus, so viel wie möglich auf den Teller. Aber am Ende sehen wir auch, wir haben viel zu viel auf unsere Teller gemacht. Ja, und das kann ich dann auch, ich kann nicht alles aufessen. Und das, was wir hier dann eigentlich bedenken müssen, ist, ja, wenn wir an Bord oder an einen Teller mit Spaghetti haben und den Teller ist leer, dann können wir uns abfragen, haben wir dann noch immer Hunger oder haben wir genügend gehabt? Und das ist, was wir oft sehen, zum Beispiel, wenn wir Gießwasser mit Drainwasser im Vergleich nehmen, so ein Drain, das ist was vom Pflanze zurückkommt, dann sehen wir ja oft, dass da gar nichts mehr zurückgefunden wird im Drain. So zum Beispiel kein Phosphat oder kein Kalium. Und das Erste, was der Gärtner dann macht, ist mehr Kalium mitgeben und mehr Phosphat, weil die Pflanze hat alles aufgegessen. Ja, dann muss die Pflanze aber Hunger haben. Aber das braucht aber nicht so zu sein. Und das ist auch oft, was wir sehen mit einer Bodenanalyse. Einige Werte können viel sehr niedrig sein im Boden. Aber wenn alle Faktoren rund um die Aufnahme perfekt sind, dann kann ich immer mit einer niedrigen Werte im Boden eine gute Aufnahme geben. Zum Beispiel hier haben wir die Kaliumbewasserung in Paprika. Dann braucht ihr weiter nichts zu wissen über wie viel Kalium mitgegeben wird in Paprika. Aber es ist ja interessant, um zu sehen, der Gärtner hat rund um März hat er sein Kalium so weit nach unten gebracht, dass im Drain, so also was zurückkommt von der Pflanze, gar kein Kalium zurückgefunden wird. Und das über eine Periode von fast 6 Monaten. Ja, dann kann man sich natürlich abfragen, wenn man keine Pflanzenstoffanalyse nimmt, ja, hat die Pflanze dann eigentlich genügend gehabt oder wollte vielleicht noch mehr essen? Und das sieht man dann nur, wenn man eine Pflanzensaftanalyse macht, weil da haben wir noch immer gesehen, dass es in Pflanzen mehr dann ausreichend war.
Und das größte Problem ist, was oft passiert, wenn der Gärtner denkt, okay, ich finde nichts im Drain, so dann muss ich mehr mitgeben. Ja, dann kann es so sein, dass es dann wieder in Pflanzen zu hoch wird und das blockiert wieder andere Elemente. Also, damit erklärt, ja, das, was Sie zurückmessen im Wasseranalyse oder Bodemanalyse, wird nicht immer etwas sagen über die Aufnahme von die Pflanze. Ich sah noch eine Frage über Turf und Kokos ist kein Bodenart oder Bodemtype, das sind Substrate. Ja, das stimmt, die Probe sind Substrate genommen. Aber man kann sich vorstellen, dass im Bodem, ja, jede Bodem ist auch wieder anders, anders von Struktur, andere ja, Verhältnisse mit die Elemente. So, es gibt natürlich auch eine andere Aufnahme. Ja, andererseits hier, da sehen wir eine Bodemanalyse und in Erdbeeren. Und da hat der Gärtner auf den der Berater hat immer gesagt, man muss mindestens 4 Millimol Nitrat haben im Boden, anders ist es nicht genügend für die Pflanze. Und über verschiedene Analysen sahen wir, dass es viel niedriger war, dann was advisiert war mit 4 Millimol. Ja, da hat der Berater gesagt, ja, mehr Nitrat geben, weil es viel zu niedrig im Boden. Aber man sah immer noch in Pflanzen, dass es viel zu hoch war. So auch war es noch so niedrig im Boden. Ja, der Pflanze hat alles aufgegessen, aber damit war es auch mehr dann ausreichend. Eben viel zu viel immer noch in Pflanze. So damit auch anzugeben, nehmen Sie immer Ihre Bodemanalyse oder andere Analyse im Vergleich mit der Pflanzensaft und finden Sie aus, ja, was ist dann ausreichend für Ihre Kultur und damit auch die Düngungsstrategie anpassen. Und man muss natürlich wissen, dass da es natürlich auch ein Unterschied in den Aufnahmen zwischen die Sorten. Hier sehen wir wieder Erdbeeren und da haben wir die Sorte El Santa ohne Mangel und den Sorte Sonata mit Mangel. Beide sind auf die gleiche Substrat gemacht, auf dem dieselbe Düngung, selbe Klimat rund um die Pflanze, aber wir sehen doch in Sonata sehen wir Mangel. Ja, dann sehen wir auch, und das sehen wir immer, dass da auch ein Unterschied ist in Aufnahme zwischen die Sorten. So wie hier der El Santa oder der Sonata. Der Sonata nimmt schon viel einfacher den Nitrat auf und nimmt schwieriger den Eisen auf. Vielleicht kommt es, weil der einfacher Phosphat aufnimmt und das blockiert wieder den Eisen. Aber man sieht schon, die Eisenaufnahme war viel niedriger. Und dadurch war er auch ein Eisenmangel. So jede Sorte hat natürlich auch seine eigene Aufnahme. Und nicht nur die Sorten, auch wenn ein Wurzelstock genutzt wird, auch das beeinflusst die Aufnahme. Hier sehen wir ein biologischer Gurkenanbau mit zwei Kulturen, eigentlich mit einer Kultur, aber mit verschiedenen Sorten Wurzelstock. So da hat zwei Pflanzungen. In der ersten Pflanze hatte der ein anderes Wurzelstück dann in die zweite Pflanzung. Und dann sieht man den Unterschied in Siliciumaufnahme und Siliciumabsorption nur durch einen anderen Wurzelstock. So, auch das ist wirklich interessant, um auszufinden und zu wissen, wenn ein Element immer viel zu niedrig ist in Aufnahme, kommt das vielleicht, dass die Sorte von dieser Kultur da mehr Schwierigkeiten mit hat oder den Wasserstock das Element schwieriger aufnimmt oder nicht aufnimmt. Na gut, da habe ich schon einiges über die Theorie von der Nutrientenaufnahme erklärt. Ja, wenn man dann auf unsere Analyse schaut, wie interpretiert dann unsere Analyse? Dann ist eigentlich unsere Analyse so aufgebaut, dass wir immer die Kationen zusammen machen. Wir machen die Anionen zusammen und wir haben die Spurelemente zusammen. Ja, dann machen wir Unterschied mit einer leichteren grünen Farbe ist das Jüngersblatt und die dunklere Farbe von der Linie ist das Altersblatt. Ja, und da sehen wir, in diesem Fach ist es zu niedrig. Hier werden die Werte gut und hier werden die Werte zu hoch. So, man probiert immer die Werte im Zielbereich zu kriegen.
So, wenn ich auf eine Analyse schaue, da fange ich auch immer an, welche Elemente sind zu hoch, welche Elemente sind zu niedrig, vielleicht mit einem Mangel oder Überschuss. Dann nehme ich das im Vergleich mit einer Bodemanalyse. Ja, ist das dann auch zu wenig angeboten oder zu wenig verfügbar für die Pflanze? Andererseits, wie ist dann der Unterschied zwischen die jungen und die alten Blätter, weil das auch wieder was sagt über die Mobilität. Dann schaue ich auf, okay, dann sind da immer noch die Wechselwirkungen zwischen die Kationen und die Anionen. Und wie hat das dann wieder die Aufnahme beeinflusst? Und wenn ich dann noch immer keine Antwort habe auf, warum ist ein Element zu hoch oder zu niedrig in Aufnahme, ja, dann kann ich dann noch aufschauen, okay, was das dann die Mineralaufnahme beeinflusst? Ist das durch das Klimat, den pH vom Boden, das Bodenleben, den EC und so weiter? Alles, was vielleicht die Aufnahme beeinflusst hat. So, das ist eigentlich, warum wie ich auf eine Analyse schaue. Da haben wir noch unser Online-Programm Bemessung Online. Da braucht man nichts für zu bezahlen. Das ist ein gratis Programm, was, ja, wenn Sie Analysen mit uns machen, dann gehört das dazu. Und da können Sie, wenn Sie von Ihrer Kultur verschiedene Analysen nehmen über ein Jahr, können Sie da Linien machen in dieses Programm, wie Sie hier auch sehen und auch in einige Beispiele, die ich schon gedeutet habe in dieser Präsentation. Das war auch mit das Programm. So, dann kann man über im Verlauf der Zeit sieht man die Aufnahme von der Pflanze, man sieht die Zielwerte, so der Minimumzielwert, Maximumzielwert. Man kann den Grafik separat speichern und damit auch durchsenden nach Ihren Kollegen oder vielleicht nach Ihrem Berater. Und man kann da Kommentare hinzufügen. Und das nächste Mal, dass das Programm geöffnet wird, dann wird ihr auch wieder diese Kommentare zurücksehen. Andererseits mit diesem Programm könnt ihr auch den Data von Ihren Kollegen miteinander im Vergleich nehmen. So, wir können verschiedene Accounts zusammen machen, sondern könnt ihr von Ihren Kollegen zusammen auf euren Data schauen und sehen, was ist den Unterschied in Aufnahme. So, damit ist das Programm auch interessant. Das soweit über unser Programm. Ja, dann noch etwas über unsere Forschung zur Pflanzengesundheit. Alles kommt natürlich darauf an, von ja, düngen wir unsere Pflanze als Sportler? Weil eine ausgewogene Düngung gibt eine gute Pflanzengesundheit. Und Pflanzen unter die richtigen Wachstumsbedingungen und mit einer ausgewogenen Nährstoffaufnahme, die sind resistent gegen Krankheiten und Schädlinge. So Krankheiten und Schädlinge wie Insekten, die kommen, wenn sie die richtigen Bedingungen und die richtigen Nährungsquellen haben, die sie brauchen. Und sie wählen dafür die anfällige und ungesunde Pflanze aus. So, wenn die Pflanze mit der richtigen Ernährung versorgt wird, können die Pflanzen resistent gegen Krankheiten und Insekten werden. Ein anderes Vorteil ist, dass sich eine ausgewogene Mineralaufnahme auch positiv auf Wachstum, Blüten und Fruchtqualität und damit auch die Haltbarkeit, Festigkeit und Geschmack auswirkt. Na, alles, was ich jetzt erkläre, ist nicht etwas, was wir selber ausgefunden haben. Ja, da sind natürlich sehr viele wissenschaftliche Studien, was man findet in verschiedenen Büchern, was man findet auf dem Internet, von der Universität. Da ist so viel zu finden über Nährstoffaufnahme. Und ja, das probieren wir auch immer mitzunehmen in unsere Forschung. So können wir das zurücksehen in unsere Analyse, in die Daten, die wir aufgebaut haben. Und was sagt das dann über die Gesundheit von der Pflanze? Und können wir das wieder nutzen, um mit unserer Beratung mitzugeben zu unseren Kunden? So, zum Beispiel, ich denke, dass das Stickstoff wirklich ein sehr großer Faktor ist für die Pflanzengesundheit. Na, wie gesagt, wir messen das in einer Pflanzensaftanalyse als Gesamtstickstoff, Nitrat und Ammonium. Und Gesamtstickstoff ist dann eigentlich den Unterschied zwischen etwas eigentlich dann das Gesamt von Ammonium, Nitrat, Ureum, Aminosäure und Proteine. Na, wenn wir dann, was dann interessant wird mit einer Pflanzensaftanalyse,
ist, dass man eigentlich dann den Messung von Nitrat in Vergleich nehmen kann mit das Gesamtstickstoff. Weil abhängig von was die Pflanze oder was die Wachstumbedingungen sind, kann eine Pflanze eine bestimmte Menge von Nitrat, die die Pflanze absorbiert, in Proteine umwandeln. So, wenn die Pflanze also mehr Nitrat absorbiert, dann sie tatsächlich in der Proteine umwandeln kann, dann entsteht ein Überschuss. So, das ist eigentlich ein bisschen wie Fett im Körper. Wenn wir zu viel essen, was wir nicht verbrennen, dann werden wir auch langsamer dick. Das ist eigentlich in Pflanzen auch so. Und ein bestimmter Überschuss und Bestand ist gar kein Problem, aber wenn es zu viel wird, ja, dann beeinflusst es die Gesundheit von der Pflanze. Und Pflanzensaft gibt da einen guten Hinweis auf. Na, da habe ich da ein Beispiel von Mehltau im Gurken. Wir sehen hier einen Anbauer von Gurken und der hatte große Probleme mit Mehltau. So, da hat er Analyse genommen, Pflanzensaftanalyse von betroffenen Pflanzen, nicht betroffenen Pflanzen und eine tolerante Rasse. Na, dann haben wir davon die Ergebnisse. Und was dann interessant ist, wenn wir dann die betroffene Pflanze anschauen, dann sehen wir schon, dass die Zuckerwert niedriger sind dann die nicht betroffene Pflanze und eben viel niedriger dann die tolerante Rasse. Ja, dann ist es auch wieder interessant, um zu sehen, dass die Zuckerwert sehr viel beeinflusst werden durch die Nitrataufnahme. So, die Nitrat, die gemessen wird in der Pflanze, war dann in die betroffene Pflanze viel höher dann die nicht betroffene Pflanze. Und die tolerante Rasse war eben noch niedriger. Aber wenn wir dann auf Gesamtstickstoff schauen, dann sehen wir, dass da eigentlich fast kein Unterschied ist. So, alle drei die Messungen hatten ungefähr die gleiche Menge von Gesamtstickstoff. Aber das Anzahl von Nitrat von Gesamtstickstoff, das war dann viel höher. Und wir wissen dann, wenn es höher geht, in die meisten Kulturen, höher geht dann 50%, dann wird die Pflanze anfälliger für Krankheiten, wie in diesem Fall Mehltau. Und dann sehen wir auch, dass die nicht betroffene Pflanze noch ein bisschen unter die 50% bleibt und die Tolerante eben noch viel niedriger. So, wir wissen, wie höher das Prozentage ist, wie anfälliger die Pflanze wird für Krankheiten. Andererseits, wir wissen auch, Mehltau das Verkommen von Mehltau kann geholfen werden bei genügend Manganaufnahme. Und wir sahen auch, dass die tolerante Rasse viel mehr Mangan aufgenommen hat im Vergleich zu den betroffenen Pflanzen. Also ist es ja sehr interessant, immer um auf ihre Analyse anzuschauen. Okay, wie viel Nitrat hat die Pflanze aufgenommen und wie ist das im Vergleich zu Gesamtstickstoff? Weil wenn das Zahl von Nitrat zum Gesamtstickstoff zu hoch wird, ja, dann wird es die Gesundheit von der Pflanze negativ beeinflussen. Ja, das wird nicht immer ist es möglich, um diese Berechnung zu machen. Hier haben wir Kartoffeln und da sehen wir eigentlich, dass die Nitratwert, wie hier der NOS-Nitrat, ist 250. Und im Vergleich mit Gesamtstickstoff würde das nur 10%. Und dann sollten wir sagen, okay, das würde dann prima. Weil, wie gleich gesagt, wenn höher dann 50%, dann ist es in meisten Konturen geht es zu hoch. Aber wir sehen hier aber auch, dass Gesamtstickstoff viel höher ist dan unsere Zielwerte. Und das ist auch, was wir ab und zu sehen, ist, dass wenn die Pflanze sehr viel Nitrat oder zu viel Nitrat aufnimmt, aber der kriegt das auch sehr einfach umgewandelt nach Proteinen, ja, dann kann es doch immer die Pflanze viel zu vegetativ machen und damit auch die Pflanzgesundheit negativ beeinflussen. Andererseits in Äpfeln, da wird kein Nitrat gemessen, so dann schaut man nur auf Gesamtstickstoff an. Und wenn Gesamtstickstoff dann zu hoch wird, ja, dann wird es die Pflanzgesundheit auch negativ beeinflussen. Na, hier nochmal ein Beispiel, gesund gemessen Pflanzensaft und ungesund mit Mehltau. Ja, dann sieht man auch wieder Nitrat viel zu hoch im Vergleich mit gesund und damit auch die Zuckerwert wieder niedriger. Ja, Calcium- und Magnesiumaufnahme waren zu niedrig und
ook spoorelementen overnamen waarschijnlijk. Zo, het komt natuurlijk niet nur auf nitraat aan, ook andere elementen zijn wichtig om in het zielbereik te hebben. Weil wenn meerdere elementen niet in het zielbereik zijn, ja, dan maakt dat die planten natuurlijk aanveger voor krankheiten. Anders interessant is, we zien hier Vitaftra versus Kupfer. Hier hebben we twee aardbeensoorten, wie de El Santa en Sonata. En we weten van Sonata dat ze immer meer aanveger zijn voor Vitaftra. Zo hebben we mal alle data overeinander gemaakt en gezien, oké, wat is dan wie is dan die afname van El Santa in vergelijk met Sonata? Zo hebben we gezien dat de Sonata-soorten 10-30% niedriger kupfer afnam dan de soorten El Santa. Zo daarmee hebben we ook die Gärtner adviseerd, want ze die cultuur, nee, de cultuur, de soorten Sonata hebben, dan moeten ze immer meer kupfer metgeven, weil es anders meer problemen gibt met Vitaftra. Onze kunden hebben dat dan ook zo gemaakt, en die zagen dan ook een bessere overname van kupfer en daarmee ook weniger problemen van Vitaftra. Zo ook immer, nemen immer van een cultuur met verschillende soorten, neem dat in vergelijk, weil die overname immer anders is. Wie gesagt, wir machen sehr viel Forschung in Pflanzgesundheit. Wir sind dann eigentlich, ja, wir sind eigentlich im Anfang schon mit angefangen, so wieder, wenn das Betrieb gegründet ist, haben wir immer schon einiges Forschung gemacht. Aber ja, seit 2018 haben wir dann unser eigenes R&D-Team mit 4 jungen Forscher, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Probe und auf den Data schauen und die Interaktion zwischen Pflanzgesundheit und Pflanzaufnahme mit unserer Pflanzensaftanalyse auszufinden. Wir machen ja verschiedene Proben. Das kann sein auf Mangelerscheinungen oder Toxizitätserscheinungen. Wir machen Proben auf neue Elemente, so wie Selenium oder Kobalt oder vielleicht andere Dinge, die interessant sind, um zu messen. Und sehr viel auf Krankheiten wie Phytophthora oder Mehltau oder Blattläusen oder Trips oder weiße Fliege. Damit haben wir auch in 2022 mit unserem neuen Betrieb Klimatkammer gebaut, wo wir 3 Innenklimatkammern haben, wo wir auch wieder auch im Winter Proben machen können, sodass wir eigentlich das ganze Jahr Proben machen können. Hier schon einige Beispiele von Proben, die wir machen. So wie hier in Probe im Mais, um auszufinden, auf welche Werte gibt es dann einen Mangel. So, wir geben dann verschiedene Düngungen mit, von in diesem Fall weniger Nitrat oder kein Nitrat, kein Phosphat oder kein sehr wenig Phosphat oder sehr wenig Kalium oder sehr wenig Magnesium oder Schwefel. Und wir probieren zu sehen, ja, wie sieht dann das dann aus in Pflanze oder und was messen wir davon zurück in Pflanze? So, wenn wir sehen, dass die Mangelerscheinung startet, ja, dann sagt man das schon auch uns etwas über, was das wirkliche Minimum ist im Pflanzensaft, wo die Mangelerscheinung entsteht. Und da sieht man das auch, wenn man das alles im Vergleich nimmt, die Erscheinung auf die Pflanzen. Was für uns dann auch wieder interessant ist. Und so wie hier mit zu wenig Nitrat oder zu wenig Phosphat oder zu wenig Kalium oder Magnesium, wie das sich dann ausdeutet auf die Pflanze. Wir machen auch am Moment dann sehr viel Forschung zu der Anfähigkeit für Mehltau und probieren das in die Pflanzensaftanalyse nachweisbar zu machen. So, man muss sich das eigentlich vorstellen, oder eben noch eine andere Forschung, um zu beschreiben. Wir probieren dann auszufinden, mit welchem Nitratwert oder mit welcher Anzahl von Nitrat wird die Pflanze mehr anfähig für
zum Beispiel Blattläuse. So, man muss sich das eigentlich so sehen, wir haben dann 4 verschiedene Behandlungen mit Düngung von Nitrat. Und was wir dann eigentlich ausprobieren zu finden ist, wenn wir die Pflanze dann infektieren mit 500 verschiedene Blattläuse, wie reproduzieren die Blattläuse sich dann auf die Pflanze? Weil man kann sich vorstellen, dass wie mehr Nitrat in Pflanze ist, wie einfacher die Blattläuse sich entwickeln kann. Aber das ist natürlich auch ein Untergrenz, weil wenn Nitrat zu niedrig wird, das sieht man hier auch, die Pflanze sieht da gar nicht gut aus, das ist ja ganz gelb. Ja, das ist natürlich auch nicht gut für die Pflanzgesundheit. So, wir probieren ein bisschen das optimal zu finden und auszufinden, wenn ja wirklich, wenn wir sehen, okay, wir geben mehr Nitrat mit und da sehen wir natürlich, dass dann auch viel mehr Blattläuse zurückgemessen werden. Aber können wir das dann noch beeinflussen? Also wenn Nitrat zu hoch ist, können wir dann einige Elemente ändern, sodass damit die Pflanze weniger anfällig wird für Blattläuse. Und vielleicht auch, ja, was ist das wirkliche Minimum in Nitrat in diesem Fall, um ja, eigentlich die Pflanze so gesund wie möglich zu kriegen und auszufinden, welche Elemente damit helfen können. So, wie machen wir das auch zum Beispiel in Tomaten? Das ist eigentlich am Moment in den größten Proben, die wir machen. Da haben wir eigentlich 7 verschiedene Tomatensorten, die wir alle auf das gleiche Menü machen, unter dieselbe Situation. Und wir wissen von einigen Sorten, dass die sehr anfällig sind für oder sehr empfindlich für Mehltau und andere sind nicht empfindlich für Mehltau. Und was dann interessant ist, wenn wir die Blätter dann infektieren mit Mehltau und wir lassen das so gehen für 7, 10, 14 Tage nach der Infektion, ja, was sehen wir da dann von zurück? So, wir zählen dann die Spurenanzahl nach 14 Tagen und dann probieren wir zu sehen, okay, wir sehen dann, dass den empfehligen Sorten ja auch wirklich mehr, da war auch mehr Mehltau auf zurückzusehen. Und die nicht empfehligen Sorten, da sehen wir dann weniger Mehltau auf zurück. Aber dann wird es auch interessant, okay, was ist dann der Unterschied zwischen die Sorten mit den Werten im Pflanzensaft? So, wir nehmen auch von dieselben Blätter, nehmen wir Pflanzensaftanalyses. Und was dann eigentlich für uns jetzt interessant ist, von, ja, können wir dann ausfinden, welche Elemente Einfluss haben auf die Gesundheit von der Pflanze und damit die Anfähigkeit für in diesem Fall Mehltau. Weil es wäre dann ja, wirklich toll, wenn wir ausfinden können, okay, wenn Schwefel oder Mangan oder Nitrat auf eine, ja, auf ein Niveau ist oder kommt, dass damit die Pflanze weniger oder nicht mehr anfällig wird für in diesem Fall Mehltau. So, wir probieren dann auch wieder, weil wir sehen dann etwas im Data. So, wir wissen ja, der Nitrat hat Einfluss. Wir sehen, Mangan scheint Einfluss zu haben. Ja, können wir dann auch die Sorten, die empfehlig sind für Mehltau, können wir die beeinflussen? Können wir die dann wieder gesünder kriegen? So, zum Beispiel, wenn wir weniger Nitrat mitgeben oder mehr Mangan, ja, ist es dann möglich, um die Pflanze dann auch weniger empfehlig zu kriegen oder anfällig für Mehltau. So, das sind ein von den Proben, die wir am Moment auch machen, so verschiedene Düngungsstrategien und auszufinden, okay, welche Elemente sind das Wichtigste für die Gesundheit für die Pflanze im Fall von Mehltau. Und wie können wir das dann beeinflussen, dass am Moment, dass die Periode anfängt, wo man meistens mehr Mehltau sieht, dann können wir dann auch besser adviseren, okay, vielleicht müssen sie dann mit Schwefel höher gehen oder Mangan auf diese Werte und vielleicht mit Nitrat auf diese Werte, dann ist die Pflanze weniger anfällig für Krankheiten oder in diesem Fall Mehltau. Man muss es sich eigentlich auch so vorstellen, ja, wir proberen natuurlijk die Pflanze so gesund wie möglich zu kriegen. Ich denke, dass es nicht möglich ist, um für das ganze Jahr
die Pflanze 100% gezond zu kriegen. Man muss dann das eigentlich auch so sehen, ich kann jeden Tag sporten, ich kann jeden Tag gesund essen, aber auch ich werde einmal pro Jahr oder zweimal pro Jahr werde ich krank von jemand oder von etwas. Aber es ist natürlich so, wenn ich ganz gesund bin, dann dauert das bei mir nur einen Tag oder vielleicht zwei Tage und bin ich nicht so krank. Aber wenn ich ungesund bin, dann dauert das vielleicht eine Woche oder zwei Wochen und bin ich vielleicht viel mehr krank. Und das ist eigentlich, was wir probieren, auch mit unserer Pflanzenanalyse. Ja, können wir die Pflanze dann gesünder kriegen, sodass, wenn die Pflanze Probleme bekommt, dass die das besser bekämpfen kann und natürlich gesünder bleibt, was dann auch wieder die Produktion, die Qualität von den Früchten und den Geschmack hilft. Und das ist eigentlich, ja, was für uns die Pflanzenstoffanalyse so interessant macht, ja, weil das viel über die Pflanzengesundheit sagt und das kann natürlich auch die Pflanzengesundheit wieder helfen. Na, ich würde euch advisieren, uns zu folgen auf unsere Social Media wie YouTube, LinkedIn oder Twitter, weil wenn wir die Probe machen und wir haben Ergebnisse, dann halten wir das nicht für uns selber, aber wir wollen das auch mit unseren Kunden dann ja, mitgeben und erklären, wie wir das dann beprobt oder ausgefunden haben. Auch wenn wir etwas anderes Interessantes sehen, dann würden wir das auf unsere Social Media teilen. So, ich würde euch advisieren, uns zu folgen darauf. Es ist meistens in die englische Sprache oder die niederländische Sprache, aber dann gibt es, wird das im Englisch übersetzt. So leider noch nicht in Deutsch, aber ja, ich denke, in Englisch muss es ja, könnte es ja auch gehen. Ich würde aber auch ein Webinar geben auf 11 und 18 April, so das ist ein Webinar von ja, zwei Teilen. Wo ich eigentlich ein bisschen, so die letzte anderthalbe Stunde habe ich ein bisschen erklärt über die Pflanzaufnahme, aber dann wird das eigentlich im Gesamt dreieinhalb Stunden wird das weiter erklärt mit mehrere Beispiele und langsamer erklärt, dann das ich heute gemacht habe. So, vielleicht ist das noch interessant für Sie. Und für den Rest, ja, ich danke, dass so viele Teilnehmer hier mitgemacht haben und dann sollte ich jetzt sagen, ja, wenn da noch Fragen sind, dann können Sie die jetzt stellen an mich. Ja, vielen Dank, Erik, für deinen sehr, sehr schönen und übersichtlichen und Vortrag, auch mit sehr guten Vergleichen, und das Thema ist ja sehr komplex und das fand ich sehr interessant, dass du das so gut ja, zusammengefasst hast und den Überblick gegeben hast. Also wirklich sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne gemacht. Und ja, wie gesagt, wir waren fast 50 Teilnehmer, super. Und jetzt hätten wir noch ein bisschen Zeit eingeplant. Gerne ja. Für Fragen. Also im Chat war eine Frage. Da ging es darum, ob das, wo du das erklärt hast, mit Phytophthora-Infektion, ich glaube, da war das bei Tomaten. Da war es in Erdbeeren und hier wird gefragt, ob es auch bei Kartoffeln so ist. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei Kartoffeln auch so wirkt. Wir sehen meistens, dass dieselbe Elemente Einfluss haben auf dieselbe Probleme. So, daarom proberen we natuurlijk ook met onze Forschung zoveel wie mogelijk verschillende culturen daarin proben te maken. Maar man kan zich natuurlijk voorstellen, zo'n probe duurt einige Monate, oder wie dat met Miltau schon 3 Jahre. En ja, dan maken we dat aan diesem Moment immer auf dieselbe Kultur, dat we immer dieselbe Daten miteinander vergleichen kunnen. Maar we hoffen natuurlijk, dat we damit ook dat etwas sagt über alle andere Kulturen. En we denken ook dat für die meisten Kulturen auch so gilt. So, wenn da Probleme sind mit Phytophthora und wir sehen etwas mit Kupfer, dass das dann auch in jeder Kultur so ist. So, ich denke dann im Fall von Kartoffeln, ja, dann denke ich auch mit Phytophthora, wenn die Kupferwerte dann genügend sind oder im höheren Wert im Zielbereich, dann würde es, denke ich, schon helfen gegen Phytophthora. Mhm.
Gut, jetzt war noch, ob es Erfahrungen gibt mit Analysen in Leguminosen und Winterraps. In Winterraps schon. Ich bin jetzt am Denken, Leguminosen. Ich bin mich nicht, was ja nicht ganz gleich auf der Zielwerte für sind. Wir haben aber auf unserer Website auch für jede Kultur, wovon wir Zielwerte haben, haben wir beschrieben auf unserer Website. So, wenn Sie nicht sicher sind, ob das schon genügend beprobt ist bei uns, dann können Sie davon auf unserer Website sehen, welche Kulturen wir Zielwerte haben. Und das ist ja immer auch wichtig bei der Beschreibung auf unsere Etiketten, ja, dass sehr gut beschrieben wird, ja, welche Kultur sprechen wir jetzt über. Und manchmal wird wie Gerste oder Weizen manchmal dieselbe Benamung für gegeben. Aber das sind natürlich zwei total verschiedene Kulturen, auch mit den Zielwerten. So, das ist ja immer wichtig, die richtige Kultur aufzuschreiben. Da sehe ich noch eine Frage über, sollte immer junge und alte Blätter eingeschickt werden, auch wenn das Getreide erst im EC30 ist. Nein, nein, Sie brauchen nicht immer junge und alte Blätter einzuschicken. Wenn die Pflanze noch sehr klein ist und sehr jung, ja, dann wollte ich sagen, sende nur die jungen Blätter ein. Wir erklären das auch in unseren Handbüchern für jede Kultur. Von welch, ja, wenn sie anfangen, dann mit jungen und alten Blättern zu beproben. Aber wenn die Ernte sehr klein ist, ja, dann macht es keinen Sinn, um jung und alte Blätter zu nehmen. Dann ist es nur die jungen Blätter und wenn die Pflanze älter wird, dann können dann junge und alte Blätter genommen werden. Ich hätte mal noch eine Frage, wie schnell, also wenn man die Ja, Pflanzen einschickt, die wie ja. schnell bekommt man die Ergebnisse? Also wie Ja. schnell kann man dann reagieren? Ja, das hatte ich noch nicht gesagt. Das ist aber sehr wichtig, um zu sagen, das ist in 24 Stunden. So, wenn wir das Paket bekommen, und es hängt ein bisschen von ab, wie spät es bei uns ankommt, aber wenn das im Morgen bei uns ankommt, dann haben Sie schon den nächsten Tag die Ergebnisse. So, das ist ja sehr schnell. Das ist eigentlich, warum ja, für uns Pflanzensaft auch so interessant ist, weil die Ergebnisse sich. Ja, wir können sehr schnell die Ergebnisse zurückgeben. Und das eigentlich das Wichtigste ist, es so schnell wie möglich bei uns zu kriegen. Und das ist in Deutschland manchmal so das Problem, dass es, wenn ihr das nach euren Postkantor bringt, dann muss das dann wieder nach ein anderes Postbund gehen und von da aus wieder nach den Niederlanden und dann kommt es bei uns. Und wir sehen oft, dass in ja, abhängig vom Wort ihr in Deutschland seid, dass das dann sehr lange dauern kann. Und darum advisiere ich immer, um das mit FedEx oder DHL aufzusenden. Das ist vielleicht ein bisschen teurer, aber dann sind Sie da sicher von, dass es in 2, 3 Tagen bei uns ist. Das kann auch mit der normalen Post, aber das müssen Sie dann ausprobieren, ob das dann gut geht. Aber wir sehen ja eben so, dass es, weil, ja, dass es lange dauern kann. Aber Okay. wenn es bei uns angekommen ist, ja, dann haben Sie normal in 1 oder 2 Tagen die Ergebnisse zurück. Okay. Gut, jetzt guck mal, jetzt sind hier noch einige Fragen im Chat. Da geht es um die Frage zu den Zielwerten. Ja, sicherlich können Sie eine Art Median der eingegangenen Analyse machen, aber wie stellen Sie sicher, dass die Durchschnittpflanze optimal ernährt ist? Vielleicht werden ja mehr Pflanzen mit Mangel eingeschickt und die Richtwerte sind dann verzerrt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist immer etwas, wo wir auch probieren, Rechnung mit zu haben. Darum sagen wir auch, dass wir mindestens 1000 Analysen brauchen. Weil das holt dann ein bisschen schon ja, die Mangelprobleme raus. Und das ist natürlich so, dass wir auch mit unserem Programm sehen, dass, und da kommt man ein bisschen zurück auf die Theorie, die ich erklärt habe, wenn zum Beispiel Kalium sehr hoch ist, dann sieht man dann Magnesium oder Kalzium viel niedriger. So, wir gucken auch ein bisschen nach das Gleichgewicht zwischen die Analyse.
Damit probieren wir auch wieder jedes Jahr oder jede 2 Jahre die Zielwerte zu optimalisieren. So wir bauen natürlich mehr und mehr Data auf und da probieren wir auch wieder nach 1 oder 2 Jahren zu schauen, okay, ändern sich die Zielwerte? Man kann sich, meistens ist das nicht so oder vielleicht auch 1 oder 2 Elemente, nur ein bisschen. Aber man kann sich schon vorstellen, das ist, wenn wir angefangen sind und wir hatten noch nicht genügend Data von zum Beispiel Tomaten, dann sahen wir schon sehr schnell, dass zum Beispiel Nitrat viel zu hoch war in Pflanzen. Aber wenn man dann Median nimmt, dann sieht man, dass der Zielwert dann auch für Nitrat viel höher ist, als die Pflanze eigentlich braucht, weil alle Data dann auch hoch Nitrat angibt. Und wenn wir dann auch advisiert haben von, ja, ihr müsst weniger Nitrat mitgeben, weil das ist besser für die Pflanzengesundheit. Ja, dann sahen wir auch, wenn wir dann später mehr Daten aufgebaut haben, dass der Median von Nitrat runtergeht, weil all die Kunden von uns weniger Nitrat dunkten. Es kann immer ein bisschen beeinflusst werden, aber man kann davon ausgehen, darum sagen wir auch, wir brauchen mindestens 1000 verschiedene Analyse von einer Kultur, von verschiedenen Feldern, von verschiedenen Kunden, um das Problem mit das, was hier beschrieben wird, rauszuholen. Man kann da eigentlich von ausgehen, dass die Zielwerte richtig sind. Vielleicht noch etwas anzudeuten über die Zielwerte, weil wir haben Zielwerte für das ganze Saison, so für die ganze Kultur, so vom Wachstum bis zum Füllung von die Früchte, bis zum Ende, haben wir natürlich immer die gleichen Zielwerte. Und wo wir am Moment auch schauen, ist, dass in einigen Kulturen, also das ist, sind nur einige Kulturen, da sehen wir, dass Werte sich ändern können. So zum Beispiel immobile Elemente wie Schwefel oder Calcium, da sehen wir, dass in einigen Kulturen sich das langsam aufbaut durch das Saison. Und da könnt ihr vielleicht denken, im Anfang oder am Anfang von Saison, bei der ersten Analyse, dass die Werte vielleicht zu niedrig sind im Vergleich mit unserem Zielwert. Und dann später in Saison vielleicht zu hoch. Und das probieren wir jetzt, um für diese Kulturen, wo wir das sehen, verschiedene Zielwerte zu geben für dieses Element, um das ein bisschen rauszuholen. Das ist dann nur vor 2 oder 3 Elementen, wo das mit ist. Aber die meisten Elemente sind über das ganze Saison ungefähr stabil. Aber es wird auch für uns dann interessant, ob wir das noch weiter optimalisieren können, dass die Zielwerte auch für die 2, 3 Elemente noch besser zu folgen sind. Okay. Vielleicht zur Probenahme ist hier noch einiges. Also zum einen, stellt ihr das bereit, das Material, also sprich die Tüten und die Ketten, oder wo bekommt man das? Ja, die kann man bei uns bekommen. Man muss es eigentlich so sehen, wir arbeiten mit einem Bündelsystem. So, wie mehr Proben gemacht werden, wie billiger eigentlich die Proben werden. Und das hat eigentlich damit zu tun, weil wir dann auch unsere eigenen Etiketten aufsenden können, plus das Material, so die Beutel oder mit Wasseranalyse auch die Flaschen, weil dann wird unser Material damit genutzt. Und wenn wir die Etiketten aufsenden können mit aller Information auf die Etiketten, ja, wenn es dann bei uns zurück ankommt, dann brauchen wir nur das Etikett zu scannen und dann steht das schon in unserem System. Und wenn wir ein Probe bekommen, wo alles handgeschrieben aufsteht, dann braucht das natürlich sehr viel Zeit, um das einzuführen in unsere Computer. Und damit sagen wir auch, wenn Sie unsere Materialien nutzen und damit auch die Proben bestellen bei uns, dann geben wir auch, wie sagt man das, dann sind die billiger, die Analyse. Und Analyse genommen werden muss und wie viele Blätter und wie oft man Blätter einsenden muss von den Kulturen, ja, das finden Sie auch in unseren Handbüchern zurück auf unserer Website. Und dann nochmal,
eine Frage zu den Wiederholungen, beziehungsweise wie oft man in welchen Abständen vielleicht auch Proben einschicken sollte. Ja, das ist eigentlich, was ich gleich erklärt habe, das hängt dann von der Sorte, von der Kultur ab, aber das wird auch in unseren Handbücher beschrieben. Mhm. Ich kann mir sich vorstellen, für Tomaten ist das jede Woche oder jede zwei Wochen. Bei Kartoffeln ist das vielleicht einmal in drei Wochen. Und so gibt das schon einen Unterschied für jede Kultur. Okay. Und jetzt noch die Frage zu, kannst du was sagen zu Preisen oder ist das jetzt zu schwierig? Nee, das geht. Ja. So wenn nur eine Probe gemacht wird, das kostet ja 24,50 Euro. Für eine Analyse, aber ab 10 Proben geht das schon nach 20,50 und ab 25 Proben über das ganze Jahr geht das schon nach 17,50 und den billigsten ist eigentlich 12 Euro. Das ist eigentlich der billigste Bundle, der bei uns gemacht wird. So, es kann echt. Ja, die Preise gehen sehr schnell runter, wenn mehrere Analysen gemacht werden. Die können Sie immer bei uns nachfragen. Okay, super. Und eine Frage war noch zu mehr so diesem im Labor. Wie funktioniert das technisch? Ich kann da auch nicht so viel über erklären. Das war auch, warum dass wir, wenn Sie bei uns angekommen waren, weil wir nicht im Labor gehen könnten. Aber man muss es sich so vorstellen, das Blatt kommt bei uns an. Dann haben wir ein Presssystem, um den Saft aus die Blätter zu kriegen. Dann kommt das bei unseren Maschinen an und dann wird ja für jedes Element geht eine kleine Nadel in den Saft. Und nimmt er ein bisschen von auf und wird das dann gemessen. Und er wird dann natürlich konstant kalibriert. Aber das sind alles, das ist keine Handarbeit. Das sind alle Maschinen, die das machen. Ja, super. Also ich glaube, jetzt mit den Fragen sind wir jetzt hier durch. Wenn jetzt nicht noch ganz was Wichtiges ist. Also wir haben ja die... das aufgezeichnet, deinen Vortrag, Erik. Und man kann das ja gerne auch nochmal dann sich anschauen, also nochmal nachhören. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob du uns auch den Vortrag als PDF oder PowerPoint schicken kannst. Oh ja, dann lass ich das machen. Ja. Wenn man das mal schnell durchklicken will, vielleicht das eine oder andere, das wäre auch gut. Das wäre super, wenn wir das bekommen können. Sehr schön. Das ist möglich, ja. Ja, vielen Dank mal dafür. Und ja, also jetzt keine Fragen sind, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Erik, bei dir. Ich denke auch sehr gut, denn dein Hinweis auf den 11. und 18. April für ein Webinar, also ich glaube, das ist ein super interessantes Thema, sich da auch noch weiter mit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass wir auch gerne nochmal auf dich zukommen, da dieses Thema auch weiter zu verfolgen, weil ich denke, das ist eben ganz wichtig. Ja, also dann vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer und an die Diskussion hier im Chat und ja, ganz lieben Dank, Erik, dass du es möglich gemacht hast, dass wir den Vortrag jetzt online machen konnten. Ja, kein Problem. Und es war schön, dass ich alles erklären könnte. Ja, also hier auch vielen Dank von allen Vortragenden, auch für eure Arbeit und für eure Forschungstätigkeit. Also das ist total spannend. Und ich denke, wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Und du hast uns ja hier und die Homepage und auch die sozialen Medien eingeblendet. Also da findet man ja sehr viel Informationen. Ja. Und wenn da immer noch Fragen oder etwas anderes ist, dann können Sie uns immer kontaktieren. Ja, und dann würden wir immer so gut wie möglich helfen. Ja, sehr gut. Also vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag noch an alle. Ja, gerne gemacht und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke.